Ich würde gerne euch anschauen, das Video auch bei Fritz tatsächlich am Kanal. Ich fliehe mit Otto auf einem Floß übers offene Meer von einer Insel in Französisch-Guyana. Hey Leute, mein Name ist Fritz Meinecke und ich bin Abenteurer aus Leidenschaft. Und in dieser Serie nehme ich euch mit auf spektakuläre Expeditionen. So cool gemacht, dieser Trailer, dieser Anfang, diese Übergänge. Expeditionen weltweit. Ah, da sieht man aber schon Fritz und mich zum Beispiel drauf. Ich freue mich drauf. Hey Leute, ich möchte euch ganz stolz verkünden, dass der BW Online Shop, ja, ein langfristiger und loyaler Partner meiner Seite, nun auch der So, was ist die Frage? Willst du dich da nochmal sehen, Otto? Ja, natürlich. Hallo? Klar, es hat richtig Bock gemacht. Ein Sponsor der kompletten Serie von Facing the Unknown ist. Es wird also in den nächsten Monaten über 12 Folgen aus unterschiedlichsten Ländern und Klimabereichen dieser Erde geben. Hier mal ein ganz kleiner Vorgeschmack, was euch so Schönes erwartet. Ich war gemeinsam mit Joris in Papua im Dschungel unterwegs und ja, wir haben dort einheimische Völker besucht, deren Kultur... Oh. Lieblingsschlange von mir. Es müsste eine Baumpython sein, oder, Freunde? Baumpython? Ich liebe halt grün als Farbe und das ist meine Lieblingsschlange. Die Baumpython. ...gelernt und auch das ein oder andere krasse Abenteuer erlebt. Ich war mit Martin gemeinsam in Südafrika und dort haben wir einen Ranger-Crash-Kurs gemacht. Wir haben also gelernt, wie man Fährten liest, wie man Tiere aufspürt und wie man sich gegenüber ihnen verhält. Wir hatten dann noch die Mission, die Big Five zu finden und zu fotografieren. Ja, ob uns das gelungen ist und was wir dabei erlebt haben, seht ihr natürlich auch alles noch. Mit Alex war ich gemeinsam in der Westsahara unterwegs, in Mauretanien. Dort haben wir einige Tage mit Chameliers zusammen verbracht und gelernt, wie es ist, in einer Karawane unterwegs. Und wie lange ein Mercedes irgendwie hält, wie man da links sieht noch auf dem Bild? Nichts zu sein. Später waren wir dann auf unserer ganz eigenen Mission unterwegs und haben uns durch die Wüste gekämpft. Mit Otto war ich dann in Französisch-Guyana. Was wir dort alles gemeinsam erlebt haben, seht ihr schon in dieser Folge. Mit Max war ich dann gemeinsam in Argentinien, also in den Anden, hoch im Gebirge unterwegs. Anfangs noch mit Pferden und später dann zu Fuß. Wir waren auf den Spuren vom Flug 571 unterwegs. Der ist vor vielen, vielen Jahren in den Anden zerschellt. Und die Überlebenden haben dort wirklich krasse Sachen erlebt. Wir haben einen Zeitzeugen getroffen, wir waren am Unfallort und wir haben auch viele Trümmerteile und tatsächlich auch menschliche Überreste gefunden. Ein sehr, sehr bewegendes Abenteuer. Mit Fabio war ich dann gemeinsam in Grönland unterwegs. Mit wunderschönen Tarnklamotten. Ich weiß auch, woher die kommen. Eine absolut faszinierende Landschaft, in der nur wenig Menschen leben. Fjorde, Packeis, Eisbären, riesige Felsformen. Was hier? Der Python sitzt hier auch im Terrarium, 2 Meter neben meinem Schreibtisch. Wirklich? Du hast so einen Baumpython? Okay. Ich liebe ja Schlangen. Ich fand Schlangen immer schon ganz, ganz, ganz faszinierend. Baumpython, ich glaube, der soll aber nicht so einfach zu halten sein. Also ich gehe jetzt gerade am Chat gerade ein, Freunde. Der soll tatsächlich nicht einfach zu halten sein und auch leicht aggressiv sein, so schön wie diese Schlange auch aussieht, tatsächlich. Ja. Formation und bittere, bittere Kälte. Wir hatten teilweise bis zu minus 20 Grad und haben viele krasse Dinge erlebt. Ihr könnt euch also auf viele spannende Abenteuer und Videos hier auf meinem Main-Kanal freuen. Die komplette Serie ist ja in Zusammenarbeit mit Discovery Plus entstanden und später kam das Ganze noch im TV bei D-Max. Hier auf YouTube ist die Version allerdings eine andere. Ich habe selbst die Voice-Over eingesprochen, wir haben die Videos auch noch ein bisschen umgeschnitten und es sind viele kleine Szenen drin, das werdet ihr erkennen, die es so noch nicht zu sehen gab. Und es gibt natürlich auch eine schöne Rabattaktion vom BW Online Shop und zwar mit dem Code FRITZ10 spart ihr 10% aufs komplette Sortiment für die nächsten 2 Wochen ab Video Release. Ihr findet dort alles, was ihr für eure Outdoor-Abenteuer braucht. Yes. Egal, ob ihr Einsteiger oder Fortgeschrittene seid, es gibt ein extrem großes Sortiment. Verschiedenste Marken wie Carinthia, Tasmania Tiger, Helicon Tex, alles Mögliche. Schaut da unbedingt mal durch. Wir haben verschiedene Landingpages aufgebaut, wo ihr auch meine Ausrüstung findet, die ich auf meinen Touren benutzt habe. Ich bin wirklich super, super zufrieden, deck mich da auch immer wieder gerne ein, probiere neue Sachen aus. Links und natürlich auch den Rabattcode findet ihr nochmal in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Und jetzt viel Spaß mit der ersten Folge von Fritz Meinecke Facing the Unknown. Ich bin diesmal mit Otto. Da muss man so sagen, Facing the Unknown wurde ja angefangen, lass mal kurz überlegen, letztes Jahr im Herbst zu drehen. Und Fritz hat mich recht früh direkt gefragt, Otto, hättest du nicht Lust, mit nach Papua-Neuguinea zu kommen? Zu dem Zeitpunkt war aber, was war denn bei mir los?
irgendwas war, weswegen ich zu der Tour nicht Ja sagen konnte. Weil da ging es ja auch Richtung Ureinwohner, nicht so ganz einfache Gebiete, wo er gesagt hat, da würde ich mich am wohlsten fühlen, wenn du da mit dabei bist. Konnte das leider nicht, deswegen Joris mit am Start. Und ja, so ist es halt Französisch-Guyana geworden, was mich trotzdem sehr gefreut hat, weil Dschungel mag ich. Und Französisch-Guyana ist ja auch die Heimat, ist einfach europäische Außengrenze, gehört zu Frankreich. Und da ist auch die Fremdenlegion zu Hause. Otto und André in Französisch-Guyana unterwegs. Das ist in Südamerika, direkt über Brasilien. Auf den Spuren von Papillon, einem Bestseller-Roman, werden wir versuchen, von den Gefängnisinseln mit einem selbstgebauten Floß zu fliehen. Was ist denn, wenn jetzt einfach mal so der Fluss hingeht? Dort wartet ein breiter, dichter Mangrovengürtel auf uns. Das war einfach nur legendär. Im Anschluss steht noch eine Flucht nach Suriname bevor. Ja. Ob uns das alles gelingen wird, wissen wir natürlich nicht. Ihr seid mit dabei. Viel Spaß bei diesem Abenteuer. Französisch-Guyana im Nordosten Südamerikas gehört noch heute zu Frankreich und ist ungefähr doppelt so groß wie die Schweiz. Sehr cool gemacht im Einsprechen, Fritz. Finde ich gut. Hinter dem Küstenstreifen bedeckt Regenwald 90% des Landes. Fast 100 Jahre war Französisch-Guyana als Strafkolonie bekannt und galt als Tor zur Hölle. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, ja, soll ich mal direkt zu den Szenen da was sagen? Also wir waren am Anfang in einem der großen Gefängnisse, wo damals alle Gefangenen angekommen sind. Und hier hatte Fritz ausprobiert, hat sich auf in so einer kleinen Zelle hingelegt und kriegst so eine Fußfessel an. Das sieht jetzt irgendwie komisch aus, aber ihr müsst euch vorstellen, da ist oben dieser Balken, also dieses Holzstück. Dann ist wie so ein U, wo der Fuß reingelegt wird. Aber nicht, dass du den, ihr seht es hier selber, guck mal hier unten. Hier ist überall Luft drin. Das heißt, dein Fuß hängt mit dem ganzen Gewicht vom Oberschenkel, Unterschenkel, von allem in diesem U-Eisen drin und drückt voll dort auf die Nerven quasi, auf das Fleisch. Völlig unangenehm. Also ich habe mich auch da mal festketten und ganz kurz reingelegt. Ganz unangenehm. Unter unmenschlichen Bedingungen mussten Gefangene im Dschungel Zwangsarbeit leisten. Mehr als 70.000 Deportierte waren hier inhaftiert. Auf den Gefängnisinseln, 14 Kilometer vor der Küste, befanden sich die besonders schweren Fälle. Dort spielte auch der Roman Papillon. Noch immer umstritten ist, ob sich die Story von Papillon und seine insgesamt 9 Fluchtversuche tatsächlich so zugetragen hat. Und unsere Mission ist es, das herauszufinden. Dafür starten wir den Selbstversuch und begeben uns auf die Gefängnisinseln. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob man da jetzt vorher schon was reinschneidet. Also wir waren am Anfang, wie lange waren wir denn am Anfang? Ich glaube, 2 Tage. Waren das 2 Tage? Wenn ich was Falsches sage. Da, wo diese Hauptgefängnisse waren und haben erstmal ein bisschen Input bekommen. Wie war das früher? Wie viele Leute kamen da an? Und auch irgendwie Horror-Stories natürlich. Wie viele Leute da von der Guillotine geköpft worden sind? Wie viele nur überlebt haben? Und das waren halt für Dinge, du hast was Falsches getragen, gefühlt. Und wurdest dafür gleich abrasiert. Also semi-cool. So, hier seht ihr von oben die Gefängnisinseln. Das sind 3 Inseln. Hier sitzt die Fremdenlegion tatsächlich drauf. Da sind auch hier, kann man krass, wo sieht nichts davon. Hier oben ist ein großer Gefängniskomplex tatsächlich. Ein wirklich großer Komplex, wo es auch Wahnsinnsaufnahmen zu gibt. Hier, wie gesagt, die Legion mit, das ist, also uns wurde gesagt, da ist ein Sergeant, glaube ich, da, also ein Feldwebel, der das Ganze im Griff hat. Und da kommen dann immer wieder von der Fremdenlegion Soldaten hin, um sozusagen Urlaub zu machen. Weil die Fremdenlegion sitzt mal also irgendwo mitten im Dschungel, auf dem Festland und kann da so ein bisschen die Seele baumeln lassen. Hier die Insel ist, ja, touristisch ist falsch gesagt. Also da ist ein Hotel, jetzt kein Neubaukomplex, sondern so ein Uraltkomplex plus eine Militärpolizei. Auch so uralte Friedhöfe und ganz alte verlassene Gebäude. Also wirkt sehr krass, muss man sagen, da drauf. Also es ist wirklich, ja, das hier, das ist die Insel, wo Thomas Gast wohnt. Nein, das ist die Teufelsinsel, wenn ich mich nicht irre.
Die ist Naturschutzgebiet. Da darf man gar nicht mehr drauf. Da sind wohl auch die Strömungen ein bisschen komisch. Ihr seht selber, das Wasser, ihr seht ja die Wellen, ist hier wie so ein Kanal und dann treibt sie weiter rein. Und wir haben, vielleicht kann, nutze ich das hier von, am Anfang waren wir eine Nacht, zwei Tage sozusagen, hier auf dieser Insel, hatten einen Katamaran, nicht wir, sondern das, wo die Videoleute drauf saßen, mit irgendwie zwei Jetskis. Denn wir sollten von dieser Insel hier versuchen, ja, an Land getrieben zu werden. Das sagt Fritz wahrscheinlich gleich. Und ja, ihr seht hier schon, wie die Strömung da lang läuft. Waren da Schlangen auf den Inseln? Bestimmt. Ja, bestimmt waren da Schlangen. Schaut euch super gerne mal den Film Papillon an. Es gibt ein Original mit Steve McQueen. Und wer Steve McQueen nicht kennt, King of Cool. Also eigentlich eine Schauspiel-Ikone aus den 60ern, 70ern. Und da gab es die erste Verfilmung davon tatsächlich. Und es gab eine Neuverfilmung vor ein paar Jahren erst tatsächlich mit dem Schauspieler von Sons of Anarchy. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Sehr, sehr cooler Film. Aber das Original, schaut euch auf jeden Fall das Original an. Und soweit ich weiß, ist die ursprüngliche Geschichte, dass er von der Teufelsinsel flieht. Und das müsste die Teufelsinsel sein. Ja, wir waren erst hier untergebracht und sind dann hier rüber und waren dafür, ich muss überlegen, ich glaube 3 Tage, 2 Nächte, meine ich, wie sowas, oder 2 Nächte auf jeden Fall. Oder war es nur eine Nacht? Ne, ich glaube, 2 Nächte und haben hier unser Floß gebaut. Ah, okay, ja. Genau. Ja, cool, dass wir ein bisschen Tiere haben. Ich bleib mal hier auf der Pausetasse. Riesige, schöne Leguane. Ich glaube, diese grünen Leguane. Affen, Agutis, also Affen ohne Ende tatsächlich. Ja, alles wirklich spannend. Genau, hier so, weiß nicht, Kapuzineräffchen oder wie die heißen. Waren überall, zumindest mal auf dieser etwas größeren Insel, wo auch das Hotel, nenn ich es jetzt mal, drauf ist. War aber mehr wie so eine Jugendherberge. Hallo. Die chillen einfach 1 Meter neben uns. Der ist einfach 1,5 Meter von mir weg. Ist ja völlig krank. Sind die süß. Die waren überall. Ja. Und haben einfach die, vor allem die ganzen Kokosnäste da gefuttert. Da sind diese Agutis, die wohl angeblich vorzüglich schmecken sollen. Und wir waren, war das bevor? Ja, das war bevor wir auf die Insel gefahren sind, in einem Restaurant abends, haben das jetzt nicht gegessen, aber man konnte das da essen. Also es gab eine Karte mit Bildern von den Tieren und dann konnten wir auch diese Agutis. Die sehen ganz lustig aus. Die sind einfach eine Mischung zwischen, da ist ein Nager, Hase, Mini, Rehwild, Wildschwein. Ja, keine Ahnung. Ja, das ist mein Lieblingstier. So, jetzt im Hintergrund seht ihr den Friedhof, der auf dieser größeren Insel ist. Mit, nein, nicht ganz. Na doch, so halb. Ich sag mal so Wolf und so kleine Äffchen. Ich mag kleine Äffchen schon sehr. Eigentlich hätte ich gern so einen kleinen Affen, ich weiß, dass ich Quatsch, aber der die ganze Zeit bei mir auf der Schulter mitschillt. An das Gespräch kann ich mich noch sehr gut erinnern. Immer so, wenn ich unterwegs bin, egal wo, auf Touren, zu Hause, der kann auch bei mir mit im Bett schlafen so. Auf der Île Royale, der benachbarten Insel Saint-Joseph, kommt in den 30er Jahren auch der Häftling Henri Charrière, alias Papillon, an. Wegen einer Verstrickung in einen Mord aus Frankreich verbannt. Lebenslang. Wir wollen ja mit einem Floß in diese Richtung, wo wir kein Ufer sehen, und brauchen dafür Kokosnüsse. So der Roman. Und ich glaube, das wird die größte Herausforderung, in diesem Step ein Floß bauen zu können, was uns trägt. Ich bin echt gespannt. Dazu muss man sagen, wir waren erst auf dieser größeren Insel, wo auch die Affen drauf sind, und haben da schon mal geguckt, hey, wie viele Kokosnüsse gibt's hier? Und dann haben wir festgestellt, dass wirklich, ich sag 99% aller Kokosnüsse aufgerissen waren, so wie wir es eben gesehen haben. Wir wollen ja mit einem Floß in diese Richtung, wo wir kein Ufer sehen, und brauchen dafür Kokosnüsse. So der Roman. Und ich glaube, so wie ihr es hier seht, sahen alle Kokosnüsse, ich glaube, die Affen, weil auf der Insel, wo die Legion auf ist, haben wir, ich meine, keinen einzigen Affen gesehen. Die reißen die halt alle auf. Alle. Die überall die Kokosnüsse, wir haben wirklich Hunderte kontrolliert, waren aufgerissen. Wir haben, glaube ich, 1 oder 2 gefunden, die zu waren. Und wir so, okay, wie willst du denn jetzt ein Floß bauen, wenn die Kokosnüsse halt aufgerissen sind? Geht ja gar nicht. Auf der anderen Insel sah es wieder anders aus. Oh, aber das wird die größte Herausforderung,
in diesem Step ein Floß bauen zu können, was uns trägt. Ich bin echt gespannt. Ja, das ist jetzt die Insel, wo Religion drauf ist. Und da haben wir dann ohne Ende von diesen Kokosnüssen gefunden, die wir zum Bauen nutzen konnten. Und das Coole ist, das hat einen halt voll an Seven vs. Wild erinnert, weil man sich so gedacht hat, ey, wie cool ist das denn? Machete hatte ich auch mit, wo man genau wusste, man kann die auch knacken, um was zu futtern, ne? Wir haben halt hier irgendwie 100% Luftfeuchtigkeit. Es ist super schwül, es ist heiß, aber halt nicht wie irgendwie bei uns in Deutschland im Sommer. Es ist nicht vergleichbar, sondern es ist halt wie in so einer Dampfsauna, aber auf unangenehm. Und du arbeitest in einer Dampfsauna und hast noch Klamotten an und jemand sprüht dir die ganze Zeit mit so Wasser ins Gesicht. Schön beschrieben. Fritz kann sehr gut beschreiben. Genauso haben wir uns so gefühlt. Man sieht ja, wir haben jetzt hier nicht irgendwelche Hightech-Sachen, sondern wir haben halt irgendwie ein bisschen Jute-Schnur, Jute-Säcke. Also wollen es natürlich schon ein bisschen nah am Original lassen. Nachdem wir Jute-Säcke mit den Kokosnüssen befüllt haben, wird es Zeit für einen ersten Test. Und achtet mal auf das Wasser. Man sieht ab und zu, das ist auch eine schöne Pausestelle hier, da haben wir große Schildkröten gesehen. Riesengroße Schildkröten. Richtig gut. Oh ja, ja, jetzt wär's gut. Was ist denn, wenn wir die jetzt einfach mal so der Flut hingeben? Ja, genau, und damit sie weg. Oh no! Schnell! Einfach das Flut hingeben. Einfach mal reinschmeißen. Der Plan Fritz, der ja alles wirklich durchdenkt und macht und tut. Und schade, dass er den Bauprozess nicht drin hat. Denn wir hatten, es hieß, okay, das mit Jute-Säcken, laut Roman wahrscheinlich ein Sack mit Kokosnüssen. Wir haben jetzt viel getestet, tatsächlich. Und kamen da sehr schnell auf eine gute Lösung. Wie war da, ich weiß gar nicht, wie viel Kokosnüsse in die Säcke reinbekommen. Los! Wir müssen fliehen! Wir müssen, warte, wir müssen die Flut abpassen, wie wenn es in echt ist. Und go. Alter. Ich könnte die quasi hier mal so halten. Mhm. So. Und ich probiere jetzt mal so lauf zu kommen, oder? Du versuchst mal so aufzukommen. Und Thomas bei zweimal. Jetzt haben wir deutlich mehr. Total. So, und jetzt überleg mal nochmal zwei. Wie ein Bett. Wie ein Bett, genau. Wie ein Bett. Wir haben erst überlegt, okay, erstmal mit einem Sack. Okay, da liegst du einfach auf diesem Sack drauf. Bei zweien, seht ihr selber schon, treibst du schon recht gut weit oben. Und da hat jemand gesagt, machen wir halt nochmal zwei, dass es jeder also auf vier Säcken hat. Ja. Bett, ja. Wie ein Bett mit vier. Brauchtet ihr da von der Legion eine Genehmigung, fragt ihr. Ja, es gab tatsächlich eine Genehmigung. Und das Lustigste ist, das haben wir leider da nicht gesehen, wir waren jetzt auf dieser, ich sag mal, größeren Insel, wo auch normale Gäste sind. Und ihr habt ja gesehen, das ist nicht, das sind 200 Meter Luftlinie zur anderen Insel. Und die Skipper tatsächlich von dieser Hauptinsel sagt, nee, heute ist zu viel Strömung, zu viel Wellen, wir fahren euch nicht rüber. Und wir so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Da war es brutal heiß an diesem Tag. Seht ihr eine Hauptserie auf Discovery oder D-Max tatsächlich, also gerade wie ich am Ölen bin. Und ja, dann kam der Sergeant oder der, nee, Korporal von der Legion rübergefahren mit seinem kleinen Bötchen. Und Fritz und ich haben das in dem Moment so abgefeiert, weil wir gedacht haben, na klar, wenn einer kommt, dann die Legion. Ich hab's wirklich, ich mag, also die Fremdenlegion ist schon ein harter Haufen, den man echt, muss man sagen kann, das ist schon krass, aber das passte. Der Zivile sagte, nein, zu viel Strömung geht nicht, bla bla. Und ich dachte, ey Mann, da schwimme ich rüber, das sind 200 Meter. Und dann kommt der Korporal, so ein kräftiger Typ, weiß gar nicht, was er für Wurzel hatte, irgendwas auch Südamerikanisches. Und der tatsächlich kam dann und hat uns abgeholt, ja. Seid ihr bei der Flucht nach Suriname quer durch das Raumfahrtgelände gestapft oder von außen rum weiter am Festland? Tatsächlich muss es im Vorfeld, war ich nicht immer involviert natürlich, Genehmigung geben, weil diese NASA oder Raumfahrtbehörde musste wissen, dass wir da irgendwie durch den Wald stapfen. Und wir hatten vorher natürlich geschaut, ja, wo könnten wir überhaupt an Land getrieben werden, da kommen wir später zu. Dann stehen wir irgendwann vorm Zaun und können vielleicht zusehen, wer da eine Rakete nicht startet, aber ja, zusammengebastelt wird. Vier Kokos mit vier Säcken da. Ja. Wie das Kokosnussfloß genau aussieht, ist im Buch nicht beschrieben. Aber jeder kennt die Geschichte. Da habt ihr übrigens mal gesehen, pass auf. So, da seht ihr diese große Insel. Wenn ich mal von großer Insel rede, meine ich die hier, wo wir die eine Nacht drauf gepennt haben. Das müsste sogar unser Katamaran gewesen sein. Ich sag mal unser, da wo das Filmteam drauf war. Und hier, wo wir drauf sind, das ist halt die Insel der Legion. Und ihr seht selber, das ist nicht weit, ne?
Wie das Kokosnussfloß genau aussieht, ist im Buch nicht beschrieben. Aber jeder kennt die Geschichte. Auch die Fremdenlegion, die auf diesen Inseln stationiert ist. It's like a Papillon. Mit ihm, oh, sorry, dass ich mich unterbreche. Hier, links seht ihr den Korporal. Also er hier hat Fritz und mich von dieser großen Insel abgeholt. Mit ihm habe ich tatsächlich, ja, ich wollte erst einen Warrior Talk machen, aber er war halt in Uniform, also in Uniform bzw. im Dienst. Weil ich glaube, hier haben die Jungs morgens früh, die schneiden mir die Wege frei, während ihres Urlaubes. Pass auf, ich hab's irgendwo auf Video noch. Ich habe nämlich mit ihm ein bisschen was mitgefilmt tatsächlich, habe ich aber noch nicht als Video rausgebracht oder dazu was gemacht. Kann ich eigentlich jetzt mal in dem Folge vielleicht gucken, ob er was drauf bastelt? Weil er hat ein bisschen was erzählt, mit ihm eine Rundtour habe ich gemacht, einmal um die Insel gelatscht. Der ist 27 Jahre, meine ich, oder 28 Jahre bei der Legion und hält noch immer den Rekord, hat er gesagt, oder jetzt vielleicht nur zweiter Platz, mit den meisten Tagen im Knast. Ich muss noch mal, also im Knast der Legion, ich muss mal nachschauen in den Videos. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob das überhaupt interessant ist. Aber der hat Geschichten erzählt. Der war halt draußen in Uniform während seiner, ich sag jetzt mal, Grundausbildungszeit oder und man darf da noch nicht in Uniform sein. Da wurde er so und so viele Tage eingebuchtet. Dann hat er mal weibliche Begleitung mit in die Kaserne gebracht. Dafür ist er dann in den Knast gegangen, wieder für so und so viele Tage. Dann ist er heimlich aus der Kaserne raus, um Party zu machen und ist in den Dschungel, um sich wieder mit irgendjemandem zu treffen und ist dann heimlich über den Zaun geklettert. Dann musste der wieder in den Knast. Also ein super netter Typ. Und ich habe nur gedacht, okay, 27 oder 28 Jahre Legion. Ich glaube, ich habe seine Nummer sogar noch. Stationiert ist. It's like a Papillon. Papillon. So it's a good idea. When we test it. I think this idea is very good. Because many people think it's not a real story. The problem is the water. This is a big problem. The sun and the water. After even the sharks. Also, the sharks, ne? Die Haie sind halt so Themen. Das wusste ich gar nicht, dass er das so ernst aufgenommen hat. Ich hatte in Erinnerung, dass alle sagten, ah, gefährlich und die Legion, ja, kann man machen. Mein Plan, ignorieren. Genau. Nicht dran denken. Thematisieren wir einfach nicht mehr. Sprechen wir nicht drüber. Das ist der Plan mit den Haien. Es gibt natürlich die Riesenströme und Wellen. Wir haben es gehört, irgendwie 2 Meter Wellen. Auf so einer Konstruktion könnte sportlich werden. Da haben wir schön unser Lager aufgebaut. Fritz seinen Tarp gespannt, ich meins, Hängematte drunter. Und Andy Riegert war die auch noch mit dabei. Denn hier sind wir schön geschützt. Aber uns ist natürlich auch aufgefallen, wir müssen irgendwie in die Strömung rein. Und wenn wir hier halt irgendwie eine ruhige See haben, werden wir aber nicht weggetrieben. Und dann kommen wir nicht weg. Das war auch so ein Ding im Vorfeld von der Orga her. Kam dann eine Produktionsfirma noch da und sagte, ey, pass auf, wir müssen gucken wegen Schwimmwesten. Und so, Otto, kannst du vielleicht auch mal mithelfen? Oder was, recherchieren? Und da kam ich nur und dachte, das Letzte, was Fritz und ich anhaben wollen, sind knallgelbe, knallorange Schwimmwesten. Und dann habe ich diese, ich sag, nennen sie mal Wakeboard-Westen irgendwo gefunden. Und die haben wir dann als Rettungsdings gefunden. Da kam noch so, ja, aber ist das, muss ich vorstellen, da ist halt Discovery hinter, großer amerikanischer Konzern. Falls irgendwer Milliardenforderungen von uns beiden stellt und Fritz und ich haben selber gedacht, ja, es soll aber irgendwie schon gut aussehen. Ist das denn auch eine richtige, echte Schwimmweste? Habe ich gesagt, klar. Wir haben irgendwie wahrscheinlich 200 Kilo Fluss. Denn nur, wenn wir das schmale Strömungsband zwischen den beiden Inseln Royal und Saint-Joseph erwischen, haben wir eine Chance ans Festland getrieben. Das sagt, genau, was ich eben gesagt hatte, mit dieser Strömung. Ich bin ja mit diesem Legionär, den ihr eben gesehen habt, hier einmal um die Insel, es geht so ein Weg rum, den kann man leider nicht sehen. Und lass mich kurz überlegen, laut seiner Erzählung muss das hier irgendwo gewesen sein. Der kennt diese Insel halt sehr gut und sagte, die einzige Strömung, wo das hinhauen würde, reinzuspringen, wäre wohl hier. Weil hier, wo hätte das nicht funktioniert, weil hier Wachtürme waren, da Wachtürme, da Wachtürme, da Wachtürme. Und nur hier oben gab es irgendwo keine, sodass man laut Roman nachts da fliehen kann. Ja. Eben zu werden. Und plötzlich beim Sammeln von neuen Kokosnüssen hat Otto, glaube ich, diese Plattform fast schon weg. Dieser Stein,
der tatsächlich oben so ein bisschen noch sicher ist, wenn Flut ist und alles ein bisschen glitschig, also es wirkte so, sagen. Genau, das ist dieser Stein, weil wir hatten ja folgende Herausforderung, wir binden jetzt und so ein Kokosnusssack hat dann einfach mal 50 Kilo gewogen oder so. Schaffen wir es, eine Konstruktion von 200 Kilo ins Wasser zu bringen, ohne dass die von den scharfen Steinen aufgeschnippelt werden? Das könnte perfekt sein, da alles vorzubereiten. Genau, habe ich diesen Stein da gesehen, dachte, das muss passen. So, genau, wir gehen genau in den Knick, Daumenbreite. Testen das mal durch. So, und so legt sich das ja jetzt quasi übereinander. Schön übereinander, dann machen wir mal so. Ja. Also im Endeffekt, wir haben vier Säcke übereinander. Nach außen hin sind jeweils die Öffnungen und die starken überlappenden Nähte, die man hier sieht, sind jeweils in der Innenseite. Ich bin so bei einer 50-50 Nummer. Also nicht mit, also mit Ankommen, mit allem, eigentlich so bei jedem Schritt, den wir jetzt haben, sehe ich so 50-50, das Ding ordentlich da reinzukriegen, ohne dass es kaputt geht. Dass es überhaupt mit der Strömung funktioniert. Dass wir in einem Bereich hinten an dem Mangroben, wo es sehr schlammig wird, ankommen, dass wir ein Zeitfenster passen. Es ist und bleibt ein Fragezeichen und genau deswegen machen wir das ja auch. Jetzt haben wir bauen hier. Alter. Das war so rutschig auf diesem Stein. Das kann ich euch sagen. Deswegen haben wir hier so Neoprenschuhe hat er angezogen. Da haben wir dann tatsächlich, weil da immer wieder ein bisschen Wasser war. Aber nicht bei der Flut. Wir hatten ja auch Ebbe und Flut. Habe ich vorgesehen. Da war nämlich hier, na, hier kann man es ja nicht erkennen. Hier ist ja auch feucht. Aber da vorne war es ein bisschen trockener. Und überall alles voll Vogelkot. Also wusste ich, okay, selbst die Flut überschwemmt das nicht. Also können wir die Dinger da drauf zusammenbasteln. Und trotz der Flut werden die nicht weggetragen. Nach so einer dummen Idee aus. Das ist die fertige Konstruktion. Also, Freunde, wir haben jetzt final alles fertig geschnürt. Wir haben noch ein Verbindungsseil, das schon vorbereitet, 10 Meter, mit dem wir die Flöße im Wasser miteinander verbinden werden, damit wir nicht auseinandergetrieben werden. Also man muss wirklich schon sagen, es ist eine Menge Arbeit. Hier stecken halt jetzt einfach mal entspannte anderthalb Tage Arbeit drin. Also ich bin auf jeden Fall ready. Ich bin auch super gespannt, weil wir ja keinen finalen Test gemacht haben, wie sich das Ganze verhalten wird, wenn wir ins Wasser reingehen. Und ja, aber trotzdem großes Fragezeichen, ob das klappt oder nicht. Bis zum Festland sind es 14 Kilometer Luftlinie. Doch die Strömung läuft parallel zur Küste. Das verlängert die Strecke und ist stark vom Wind abhängig. Aus Sicherheitsgründen können wir erst bei Tag und bei Flut in See stechen. Deshalb nutzen wir die Chance und erkunden noch die alten Gefängnisruinen. Krass, aber diese Stimmung, Freunde, kann ich euch nicht beschreiben. Zwischen Faszination und absolutem Bedrücken, weil man wusste, wie viele aber tausende Menschen damals da gefangen genommen worden sind, drangsaliert, gestorben, wo wir auch gedacht haben, okay, wo werden die begraben? Die werden wahrscheinlich einmal ins Meer geschmissen und die Haie haben die gefressen. Junge, Junge. Das ist schon krass, das sieht halt genauso aus, wie man sich vorstellt, so richtig wie eine versunkene Stadt mitten im Dschungel. Boah, ist schon heftig. Das ist halt ein richtiger Dschungel-Lost Place. Boah! Okay, die Stelle ist krass. Also wie viele Leute sind da lang gelaufen? Und seht ihr, das kann man glaube ich auch in einem alten Film, glaube ich, das drin, im neuen weiß ich noch nicht. Hier sieht man jetzt, ich weiß nicht, ob wir es gleich noch sehen, das zeigt die kleinen Zellen. Und oben drüber war halt auch alles vergittert. Und da hat der Franzose uns auf der Insel gesagt, wenn es geregnet hat, bist du einfach klitschnass geworden. Und komplett der Regen, alles ist auf dich drauf. Du hattest keinen Schutz, keine Ruhe. Halt einfach, ja, der Natur ausgesetzt quasi. Alter. Und hier sind die ganzen Zellen. Ach. Ein ja. Gang oberhalb der... Jetzt stellt euch das mal vor. Da liegt ihr drin. Und ihr wisst, auf Lebenszeit. Zellen ermöglichte es den Wärtern, die Häftlinge ständig zu überwachen. Das war krass. Diese Bäume, die in den Zellen gewachsen sind. Ich glaube, das wurde nämlich, ist gar nicht, ich sag mal, so lange her, wann das Ganze geschlossen worden ist. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, wie schnell die Bäume da wachsen. Da, mitten da drin so ein riesen Urwaldriese, sag ich mal.
Da kommt einfach so eine riesige Wurst. Chat schreibt gerade 1953. Die Natur holt sich da alles zurück. Und ihr schreibt hier, ne, da kann man verstehen, dass man es 9-mal versucht auszubrechen. Jo. Hier, einfach aus der Zelle. Oh mein Gott. Ey, das ist krank. Ach, okay, das ist echt. Ey, das ist krank. Ach, okay, das ist echt heftig. Das hier, das Ding rein, das ist komplett da durchgewachsen. Das ganze Gitterzeug ist in dem Baumstamm. Heftig, oder? Das hat schon Stranger Things Vibes. Ey, aber wie schnell kann das im Baum wachsen? Das ist ja schon Elefantenfuß. Oh mein Gott. Okay, und vor allem, der muss sich halt einfach unten mit den Wurzeln überall durchgebohrt haben, um in Wasser zu kommen und alles. Einfach so ein riesengroßer Baum. Wirklich krass zu sehen. Das ist krass. Ich meine, man ist ja eh schon komplett gebrochen, wenn man wahrscheinlich hier ankommt. Mit dem ganzen anderen Gefängnis davor, mit der Überfahrt, mit dem Dschungel, mit dem Klima. Du weißt, du bist komplett am Eimer. Und wenn du dann Stress machst und in so eine Dunkelzelle gehst für keine Ahnung wie lange, ich glaube, dein Kopf, du wirst komplett Matsche. Ja, ganz gruselig anzuschauen, kann ich sagen. Man schaut auf die Jahreszahlen und denkt so, ja, so lange ist das noch gar nicht her. Und dann wurde das Ganze erst erbaut und dann haben die ganzen Sachen erst hier angefangen. Und wir haben ja Geschichten gehört, wie mies es denen ging, was für Bestrafungen. Also was sie eigentlich wirklich alles erdulden mussten. Und das dann schon krass. 1953 wurden die letzten Straflager von Französisch-Guayana für immer geschlossen. Ach geil. Einfach herrlich. Sehr gruseliger Ort, so ein bisschen, muss ich sagen. Echt, das war nicht, also Palmen, alles toll, aber du hast nur gedacht, was hier alles früher passiert ist. Also die Nacht war Erholung semi. Es ist ordentlich bewölkt, was ich erstmal positiv finde, weil sonst wären wir komplett einfach noch gebrutzelt. Ja, Freunde, Safety first, Gesundheit und Sicherheit geht natürlich vor. Deswegen haben wir noch ein Backup-Team im Hintergrund. Ihr seht es, Katamaran. Ein paar Leute, die ja im Worst Case irgendwie einschreiten können. Hilft mir das, wenn ein Hai mich angreift? Nein. Hilft mir das, wenn mich eine Welle, mich überschlage und mir das Kokosnussfloß auf meinen Kopf knallt und ich ohnmächtig werde? Nein. Hilft mir das im Todesschlamm? Weil Schlamm war tatsächlich auch eine große Gefahr, weil wir hatten einige, unser Skipper auf diesem Katamaran sagte, dass ein guter Freund von ihm, irgend so ein Weltklasse-Schwimmer, in diesem Schlamm gestorben ist, ein paar Jahre vorher. Also, ihr müsst euch vorstellen, vor dem Festland, und dann sollten wir anlanden, ist das Wasser super flach und soll wohl einen richtig wahnsinnigen Schlamm haben, wo viele Leute sterben. Weiß ich nicht, weil dann steckt der Nächste drin. Wird es uns gelingen, mit dem Floß das Festland zu erreichen? Schaffen wir es, die Mangroven zu überwinden? Und ist es möglich, im Anschluss ohne Geld die Landesgrenze nach Suriname zu überschreiten? Dann können wir losschaffen. Guck mal, dass du vielleicht dann besser halt mal hier an den Zipfel mit rankommst. Ja. Oh, wow. Das sieht mal ganz entspannt aus sogar. Alter! Da war noch alles gut. Gott, also, ey, ohne Scheiß. Es ist richtig geil. Ja. Es ist super bequem. Wir sind hier abgestiegen, weil wir am Anfang gemerkt haben, wir sind gar nicht in der Strömung. Wir bewegen uns keinen Zentimeter vor, also müssen wir ein bisschen zwischen diese beiden Inseln kommen, wo wir wissen, dass da die Strömung lang geht. Also ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich in der Strömung drin und ich merke wirklich, dass jetzt was passiert. Ja, geht los. Bei günstigem Wind könnten wir es schaffen, innerhalb von 6 bis 12 Stunden ans Festland getrieben zu werden. Und ich glaube, so 10 Minuten später, aus dem Nichts, würde ich nur völlig perplex, gucke ich rüber. Erster Gedanke, wichtig, in so einer Situation, was muss man machen? Kamera an. So, wir lassen das Standbild mal. Also, was ist passiert?
Ihr seht, wir haben unten drunter einen Neoprenanzug an. Und meiner war verflucht eng. Das war mein erster Gedanke. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, mir schnürt es hier die Luft ab. Kennt ihr das, wenn man zum Beispiel zu enges Hemd trägt, wo man so denkt, so, boah, okay. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich so, boah, ich brauche hier Luft. Seht ihr wahrscheinlich öfter, dass ich die Hand so hier hinhalte. Bis ich dann immer zu Fritz hin bin, ich sage, Fritz, kannst du mal mit dem Messer bitte den Neopren aufschneiden? Ich schnürt mir die Luft ab und ich habe ein ganz blödes Gefühl. Ob es daran gelegen hat, keine Ahnung. Ihr seht, die Wellen sind jetzt nicht so hoch. Ja, das sind ein bisschen Wellen. Ja, da wurde ich seekrank. Das war gar nicht schön. Scheiße. Leicht seekrank. Oh Fritzer, der kleine Drecksack, lacht sich natürlich zu Recht furchtbar schlapp. Ich hätte genauso gelacht. Das kann doch gar nicht sein. Ich fand's geil. Ach, guck mal, da seht ihr. Da sind wir unterwegs. Er hat nämlich die Stoppuhr an. Ja, knapp eine Stunde. Also Otto ist eine Maschine. So, der zieht alles durch. Der ist, für den ist alles irgendwie Kindergarten. Und dann, das erste Mal für mich, Otto so im wahrsten Sinne so zu sehen, fand ich irgendwie geil. Ja, ich weiß. Oh, ein bisschen Wasser hochgekommen. 2 Sekunden später. Das ging mir überhaupt nicht gut. Das kann ich euch sagen. Seekrankheit, Psyche und Tagesform. Ja, ich weiß nicht. Ich habe nachher mit so einem Skipper gesprochen, wo ich sagte, ey, ich bin noch nie seekrank geworden. Noch nie. Und ich habe ja schon viel am Wasser gemacht. Gut, mit Tauch hat das nicht viel zu tun, weil ich tauche seit ganz vielen Jahren. Die Hinfahrt, habt ihr gesehen, mit dem Boot, was richtig über den Seegang, macht mir nichts aus. Auf großen Schiffen auch nicht. Und dann sagte der, na ja, ihr liegt halt mit euren komischen Flößen und man kann den Horizont nicht richtig sehen. Alles bewegt sich immer so auf und ab. Ich bin noch nie seekrank geworden und habe echt gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, irgendwann ist immer das erste Mal und ich habe es Fritz von Herzen gegönnt, mich da so leiden zu sehen. Mir ging es so übel. Mann, bricht deine Psyche. Aber sowas von. Mann, bricht dein Magen. Fuck. Und das krampft ja alles, ne? Oh. Tja, ich wusste natürlich nie, was bedeutet seekrank sein? Also, sich übergeben. Der schreibt, ja, der Horizont ist wichtig zu sehen. Ja, den habe ich nicht richtig gesehen und es wurde einfach nicht besser. Es wurde immer nur schlimmer. Das kann ja mal passieren. Also ich meine, ich kenne das vom Sport, wenn man eine extremste Anstrengung hat, dann übergibt man sich halt mal, dann geht es aber direkt weiter. Und das war meine Hoffnung, dass genau das so ist. Das wurde nur immer schlimmer. Ich denke, du musst ihn übergeben, aber musst nicht, ja. Und das ist auch ekelhaft, ne? Lieber einmal raus, ist gut. Fritz hat sich schön mal kaputt gelacht daneben. Ja, aber das Gute ist, denke mal noch so 12 Stunden, dann haben wir es. Ja. Also wenigstens ein bisschen Unterhaltung am Start hier. So, da seht ihr das. Ich halte immer hier so die Hand hin. Ich glaube, hat man da schon aufgeschnitten? Ich weiß nicht. Weil ich hatte immer das Gefühl, dass mir alles komplett hier zuschnürt und dachte, okay, ich halte das so auf. Und irgendwann haben wir den Neopren tatsächlich aufgeschnitten mit dem Messer, weil da, ja, wurde aber nicht besser. Oh. So, ihr seht das, was ich vielleicht meine mit dem Horizont. Keine Ahnung, ob das Tagesverfassung war. Ich würde das gerne irgendwann mal testen, ob das, keine Ahnung, wie gesagt, ob das gelegen hat. Aber durch dieses sanfte Auf und Ab, ja, wurde Fritz nicht seekrank. Fritz war auch flau im Magen, hat er mir gesagt. Aber der wurde nicht so richtig seekrank. Also ihm wurde auch flau. Ey, genau, ihr schreibt es gerade. Ocean Warrior. Also schaut euch mal den Ocean Warrior an. Da hatten wir, da habe ich auch null gemerkt. Da waren wir im Rettungsfloß bei Nacht mit allen möglichen Einspielungen von irgendwelchen wilden Sachen, Nebel und so weiter. Da habe ich gar nichts gemerkt. Da haben sich so viele quasi übergeben oder dem Wort schlecht, mussten abbrechen. Da habe ich nichts gemerkt, gar nichts. Oh, Otto, danke fürs Abenteuer, Fritz. Am Schwimmer, du Mensch. Oh. Na, herrlich. Das war schon krass, weil es dann doch ein bisschen viel wurde und nicht bei ein, zweimal blieb, sondern sich über Stunden zog und ich gemerkt habe, okay, jetzt wird es dann irgendwann doch nicht mehr lustig. Und die äußeren Gegebenheiten sagen, das geht einfach nicht weiter. Also ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir da schon am Wasser waren. Es waren aber schon echt ein paar Stunden. Ja, ihr seht die Insel noch im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, wie weit die da weg waren. Ich glaube 2, 3 Kilometer, 4 Kilometer, keine Ahnung. Ja, es wird einfach, ich war einfach nur wie benommen. Ja, hocke ich hier alleine. Mein Magen hat erst noch gut durchgehalten.
Aber umso länger ich auf dem Wasser getrieben bin, desto mehr hat mir ein anderes Problem Sorgen bereitet. Das Problem ist die Strömungsrichtung. Und ich habe jetzt wirklich immer mal geguckt, ob sich irgendwas ändert. Es passiert nichts. Da muss ich mich so nachbessern. Ich habe ja von der Produktion da so ein Neopren bekommen, schwarz. Und ey, Fritz natürlich hier, Zückerchen, schön Camouflage, den hier Freediving-Anzug an. Sieht schon gut aus. Okay. Wir kommen nicht mal ansatzweise in Richtung fest. Also wenn ich es auf der Karte angucke, ist komplett parallel. Ja. Hier ist der Brechauto. Wie läuft's auf dem Floß? Ja, läuft ziemlich beschissen. Also mein Magen ist auf jeden Fall auch flau und wir driften mittlerweile nicht mal mehr parallel, sondern irgendwie eher Richtung offener Ozean. Okay, krass. Mir geht's körperlich überhaupt nicht gut. Ich hab da versucht hier, ihr seht selber, Banane zu essen, kam wieder raus, Wasser zu trinken, kam wieder raus. Ich glaube, das dürfte eine Cola sein da hinten. Ich habe so eine Tablette gegen Seekrankheit bekommen. Es hat alles nichts geholfen. Ich kann gar nichts drin behalten. Bin froh, dass es dir zumindest mal schon mal halbwegs gut geht auf dem Floß, aber raus auf dem Ozean bringt ja gar nichts. Genau, das ist der Punkt. Also klar, wir können jetzt hier nochmal 10 Kilometer irgendwie machen. Die Erkenntnis wird die gleiche bleiben. Von daher, ja, Feldhof mindestens für Stand jetzt widerlegt. Also keine Ahnung, wie es damals war. Vielleicht andere Jahreszeit, Strömungsveränderung, aber jetzt wird es nicht funktionieren. Ja, Leute, irgendwie schade. komm, dann müssen wir noch zrück. Das Bild müssen wir noch rein. Komm. Veränderung, aber jetzt wird es nicht funktionieren. Ja, Leute. So, da habe ich gelegen. Damit ich auch keinen Sonnenbrand bekomme, nicht sehe, ich habe mich zugedeckt, mir ging es wirklich dreckig. Irgendwie schade, aber an der Stelle ist für uns zumindest an dieser Stage Abbruch. Also Ziel war ja, ans Ufer zu treiben, das hat aber nicht geklappt. Also an der Stelle konnte man ein bisschen widerlegen, ob das so stimmt mit Papillon. Warum wären wir nicht angekommen? Wir haben noch mit Bruce gesprochen, unserem Kapitän, der sagte, ja, der Wind hätte nicht günstig gestanden, dass diese Strömung zwar immer identisch ist, wenn der Wind aber anders wäre, dann wäre man Stück für Stück, wenn auch langsam, ans Ufer gekommen. Das heißt, an diesem Tag hat halt einfach der Wind nicht gepasst. Niemand hat das irgendwie mal ausprobiert oder gemacht oder alle reden von der Geschichte und hören es, aber anscheinend war irgendwie keiner so dumm, vielleicht oder so verrückt, zu sagen, das können wir noch mal austesten. Hätte also Papillon das machen können? Ja. Also kann die Geschichte wahr sein? Wäre er an Land gekommen? Ich packe mal ein Jein dahinter. Nur wenn der Wind passend gestanden hätte. Machst du Yoga oder kotzt du noch? Oh ja, die Szene weiß ich noch. Zweites. Oh. Alter. Mehr geht's nicht an. Scheiße, ich sehe jetzt halt nicht mal mehr die Fäuste. Ich bin zu durch. Das hat sich über 6 Stunden, 7 Stunden also durchgezogen. Gibt's keinen Plan B. Jetzt heißt es Festland, Hafen, irgendwie, egal wo. Die Lösung ist tatsächlich die einzig sinnvolle. Boah, was sehe ich fertig aus? Nach einer Nacht Erholung wird es Zeit für Kapitel 2 des Papillon-Experiments. Da seht ihr übrigens diesen Schlamm, von dem ich spreche. Hier ist, glaube ich, jetzt ein bisschen Ebbe. Und hier ist wohl super flach und so richtig angeblich halt Todesschlamm, ja. Durch die Mangroven. Was uns da wirklich erwartet, kann ich nicht ganz einschätzen. Der Schlamm könnte heftig werden. Zumindest haben, glaube ich, alle Locals hier, bisher, was ich gehört habe, am meisten Angst vorm Schlamm. Ja. Wir werden sehen, ob es einfach nur unangenehm wird, das ist okay, oder ob wir plötzlich bis zur Hüfte drin stecken und uns nicht mehr bewegen können, weil das wäre ja wirklich dann schon lebensgefährlich. Papillon müsste bei gutem Wind ungefähr an einer Landzunge südöstlich von Kourou angelandet sein. Dort ist der Mangrovengürtel 5 Kilometer breit. Anschließend müssen wir aber noch 200 Kilometer, wie Papillon damals, ohne Geld und Papiere, außer Landes nach Surinam flüchten. Das war episch, dieser Start da drauf. Mir ging es wieder blendend, ne? Wir haben die Nacht auf dem Katamaran gepennt tatsächlich, in diesem Flussarm. Und da ging es mir wieder schon super. Also sobald man festen Boden hatte, hat sich zum Glück alles normalisiert. Dann hat mir auch am nächsten Tag deutlich besser gefühlt. Dann habe ich gedacht, alles klar. 1-0 für die See. Otto, jetzt musst du zusehen, dass du im Dschungel performst. Und da war ich tatsächlich, so schön wie man im Rheinland sagt, heiß wie Frittenfett drauf. Man
Man sieht leider nicht den Start. Wir sollten absteigen von dem Skidus, hätte ich fast gesagt. Hier von den, wie heißen die Dinger nochmal? Nee, nicht Skidus. Da steht so im Schlauch. Wer ist denn hier? Jetski. Und ich habe da einen Rückwärtssalto gemacht. Und deswegen seht ihr ja hier schon bei mir keine Stirnlampe, keine Headstrap mehr mit der GoPro drauf. Denn die ist dabei abhanden gekommen und im Schlamm versunken. Also irgendwo da ist eine GoPro im Schlamm. War eine tolle Idee. Du merkst halt, du sinkst ein. Voll. Umso weniger Auftrieb du hast. Ah, hier wird's jetzt schon richtig scheiße. So, erstmal anlanden. Ah. Oh. Und erstmal ficken. Mücken. Viehzeug, ihr seht's direkt da. Ja, ich habe mich hier protected. Ja, und der Plan ist tatsächlich, wir werden jetzt so ein bisschen mal hier in einer dichten Uferregion lang gehen und gucken, ob wir vielleicht ja eine kleine Schneise, Tierfahrt, irgendwas sehen. Und zur Not, Machete raus und durchschlagen. So, hier ist schon. Oh. Ja, da war die Aufgabe dann, quer durchschlagen durch den Dschungel, irgendwann eine Straße zu erreichen, um von dort weiter Richtung Suriname zu kommen. Aber jetzt kommt erstmal Mangroven-Dschungel. Ich lieb's. Hatte auch meine schöne, sag mal, Seven vs. Wild Bulletproof-Machete dabei, die natürlich da genau das richtige Terrain dafür war. Da kann das sein, dass hier so Brennhaare dran sind? Ja, bei mir hat auch eben gebrannt. Also irgendwie brennt's und juckt's schon. Und das war nicht zu knapp. Die gingen überall durch. Ja, ne? Oh, ja. Ich habe einmal gerade kurz was gespürt. Oh. Alter, es brennt. Es brennt übel, ne? Ja. Geil. Ich glaube, spätestens jetzt beginnt der Durchschlagepart. Die ging durch wie Butter. Das war so super. Da hat, glaube ich, noch Fritz oder André gesagt, ach, wie super, wir brauchen nur hinterherlaufen. Otto, unser Tank, läuft da vorweg. Das hat so einen Spaß gemacht, ja, schon. Vorweg durchzugehen und mit der Machete so einen Weg da zu bahnen, ging einfach mega. Ging einfach mega. Ja, das ist schon ein anderes Level hier drin. Geiles Bild, ne? Also dieses da so durch den Dschungel durch. Das da habe ich mich wieder richtig zu Hause gefühlt, voll auf Mission. Boah. Man darf gar nicht drüber nachdenken, was hier überall feucht und fleucht. Und dieser Punkt, darauf zu achten, ob hier irgendwo eine Schlange irgendwo sitzt, kannst du schon wieder komplett vergessen. Ah, achtet mal übrigens auf die Machete von Fritz. Die ist da mittlerweile auch eine gewesen, die die Jungs von UG Tools ihm, glaube ich, es müsste, glaube ich, die gewesen sein, gebaut haben. Fritz mag ja lieber ein bisschen so längere Machete für so dünneres Blattwerk, die auch nicht rostet. Und jetzt ist, glaube ich, hat er die richtige gefunden. Also tatsächlich wird es auch. Hattest du kein Moskitonetz? Nein. Fremdenlegionäre tragen kein Moskitonetz. Demnächst irgendwann mal dunkel. Das heißt, wir müssen unbedingt aus diesem Extrem. Ah, Moskitonetz versaut das Feeling. Ein Part hier raus, weil, naja, hier kann man weder eine Hängematte aufspannen, sich irgendwo hinlegen. Also keine Chance, irgendwie ein Lager aufzubauen. Überall. Ja. Ihr seht die Schneise, durch die wir da durch sind. Meine Hände, Junge, ich habe hier 1000 Moskitos. Ja? Alter. Man sieht es, also ich sehe sie alle um dich drum herum. Scheiße. Das war eine Killerarmee, das wurde immer mehr. Es war sehr abwechslungsreich da, diese Mangroven. Ja, die Situation Mangroven. Ist wie folgt. Wir sind mitten in den Mangroven. Es ist alles voll mit Viehzeug, extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Wir stehen eigentlich die ganze Zeit bis zum Knie im Morast hier drin. Ja, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll und ob wir in so einem Bereich unser Lager aufbauen. Ich glaube, wir machen erstmal noch ein paar Meter. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen besser. Wir sind bereits 4 Stunden unterwegs, das extrem langsam,
weil wir uns immer wieder durch neue Passagen durchschlagen müssen. Und allmählich wird es auch schon dunkel. Ja, Freunde, es wird mal besser. Oha, was? So, Chat, was denkt ihr bei sowas? Wenn man an sowas rankommt, denkt ihr, okay, was könnte da wohl denn rumschwimmen, oder? Das war schon schön, das zu sehen. Oh nee. Okay, fuck. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also das ist halt kein See, ne? Oder? Das ist ein Fluss, würde ich sagen. Ja, links geht's weiter, rechts geht's weiter. Leute, ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Auf jeden Fall natürlich gerne den Kanal abonnieren, denn nächste Woche geht's direkt weiter. Das große Finale, Folge 2 mit Otto gemeinsam in Französisch-Guyana. Werden wir es nach Suriname schaffen? Was werden wir alles noch so erleben? Das seht ihr in genau einer Woche. Und nochmal ein kleiner Reminder, checkt unbedingt natürlich die Links zum BW-Online-Shop ab. Mit dem Code FRITZ10 spart ihr nochmal 10% aufs komplette Sortiment für die nächsten 2 Wochen. Deckt euch ein, für jeden was dabei. Einsteiger, Fortgeschrittene, verschiedene Marken, großes Sortiment. Ja, ist eine geile Aktion. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, das war sie, die erste Folge Französisch-Guyana mit Fritz. Einfach eine coole Tour, muss man sagen. Hat richtig, richtig Spaß gemacht und da bin ich Fritz echt dankbar, dass ich da mit durfte. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben uns blendend verstanden, cool unterhalten und es war bis auf das Wasser. Und wir schauen uns, wenn die nächste Folge rauskommt, die nächste natürlich auch gemeinsam an. Ja, sehr, 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 sehr gut.